So, da sind wir wieder. Wir müssen wieder in den Hey, Fahrstuhl rein. an elevator. Might as well see if it works. Und wir wollen in die zweite Etage. Sadness. I wished I knew her real name. Na, das haben wir ja schon gehört. Ich begrüße euch auf jeden Fall zurück zum zweiten Part von The Medium. Ich denke, ich werde das. Ja, das hat man ja schon. Der erste Part war jetzt eine Stunde lang zum Reinschauen und ich werde jetzt auf eine halbe Stunde gehen. Eine halbe Stunde pro Part. Need some energy to spark it up. Ja, das ergibt Sinn. Gotta move fast. Gotta move An out-of-body experience. It's like taking a plunge into nothingness. Stay under for too long and it just pulls you in. Wir dürfen nicht zu lange bleiben, deshalb werde ich mich jetzt einfach mal hier beeilen. Wenn das Spiel schon sagt, dass man da vorsichtig sein soll. Ups. Versehen. Okay, ich kann mich also jederzeit in meinen Körper zurückbefördern. Ist auf jeden Fall eine coole Mechanik. Ich finde das interessant. Ich bin gespannt, was noch so alles kommen wird. Da waren wir gerade. Da die Hand reinstecken. Ich denke mal, das ist einfach nur ein Bild, aber trotzdem. Sieht so. Also ich denke nicht, es ist definitiv nur ein Bild. Okay, da kommen wir nicht hin. Da kommt sie nicht durch. Verstehe. Viele Wege sind ja hier nicht. Hier haben wir die Treppe, die nach unten führt. Das ist richtig. Die Treppe hingegen ist kaputt. Kann ich zwischen der Welt wechseln? Weil die kann da nicht hoch. Wir könnten aber schon. Also können wir vielleicht woanders lang. Mein Gott, geh doch nicht so langsam die Treppe runter. Okay, hier kann man. Aber wir sind jetzt hier. Im zweiten Stock wollte sie doch auf uns warten, oder nicht? Trifft Trauer im zweiten Stock. Ich bin verwirrt.
Kann ich meinen Geist nicht alleine lassen? Kann ich nicht, weil da unten ist Sackgasse. Sie ist hier hochgeklettert. Ups, wollte ich nicht. Und noch ein Stockwerk höher fahren können wir. Oh, Moment. Ah, hier ist Sackgasse. Okay, ich dachte, wir können da durch die Tür potenziell. Oh, wieso sind wir denn in den ersten gefahren? Achso, wir brauchten Strom. Tut mir leid, ich bin verpeilt. Okay. Now where did she go? Die ist dann nach rechts gelaufen. Und hier ist noch was, alles klar. Das heißt, wir können dann auch hier nach. Huh. What is that? Eine Motte, oh nein. Sadness? Lange Gänge sind immer gut. Ich will nicht sagen, aber ich hab's gedrückt. Ich habe das Gefühl, ich sollte da noch nicht hin. Weil es da weitergeht. Geisterschwarm und Ladezeiten. Sadness? Wir gehen erstmal zu Sadness rein. Okay. Not getting through here. Okay, das heißt, ich brauche erstmal was. Alles klar. Fuck! Holy shit. I didn't even know I could do that. Schlüssel. Ein seltsamer Schlüssel. Wohlgemerkt. Dann gehen wir wieder zurück. Okay, hier geht's weiter. Wie wir sehen wir nichts. Hier ist sie wieder raus.
working on it. Yes, I know. I just... Yes. I understand. Just give me some time. A few days. You'll get what you want. Ugh. That voice. I don't know why, but it gives me shivers. Ja, passiert. Moment. Ach, Mullins. Ich dachte, ich hätte gerade Medium gelesen. Looks like the only way. Great. Moment, wieso only way? Wir gehen noch nirgendwo runter. Wenn da ganz schön viele Insekten rumflattern. Okay, dafür brauche ich ein Messer oder sowas. Immer umgucken. Man weiß ja nie, was man sonst findet. Und die ist halt da anscheinend auch rein. Dann gehen wir wieder in den Raum. Ups. Plötzlich Kameraperspektiven wechseln. Meine Güte. Was für ein langes Wort. Und dann gehen wir hier rechts. Dann gehen wir hier rechts und darunter. Erdbeben. Geisterbeben. This room. It feels cold. Memories of grief. Loneliness. Wieso kann ich denn auch noch raus? Das ist so. Some objects soak up moments from the past. Just squeeze in the right spot and let it pour out. Ah, sunflower, weary of time. For my favorite nurse. Oh, Mr. Tarkovsky, you shouldn't have. Please, it's the least I can do for all the good work you do around here. Huh. An actual happy memory. So there's more to this place than just doom and gloom. Oh, Mr. Tarkovsky. An old prescription. I know these drugs all too well. Ursula Anna Rostowski, 41, 53 Kilogramm, 24.05.1930. Pipofezin und Buspiron. Bei Ursula Rostowski wurden Depressionen, Hysterie, Schlaflosigkeit und Unterernährung diagnostiziert. Behandlung mit Elektroschocks. Sechsmal. Alles klar. Gehen wir direkt mal zur Schocktherapie. Shit, there are thousands of them. I'm gonna need more energy to get through. Traurige Schwesterlein. Sieht wirklich nicht allzu glücklich aus. Man kann auch täuschen. Liebe Ursula, du fragst dich wahrscheinlich, warum ich diesen Brief schreibe, anstatt dich direkt... Du fragst dich wahrscheinlich, warum ich die... Er reagiert aber schnell. Ich glaube, ich habe einen leichten Stickdrift.
Egal. Du weißt ja wahrscheinlich, warum ich diesen Brief schreibe, anstatt dich direkt anzusprechen. Der Grund dafür ist schmerzlich einfach wichtig. Ich schreibe das hier, weil ich ein Feigling bin. Weil ich mich nicht dazu durchringen konnte, dir in die Augen zu blicken und zu sagen, was ich sagen will. Was gesagt werden muss. Denn allein der Gedanke, jemandem das Herz zu brechen, der so empfindsam, so zerbrechlich ist, ist mehr, als ich ertragen kann. Ursula, meine liebste Ursula. Diese letzten Monate war mein Herz mit Freude gefüllt, zu wissen, dass du für mich da bist. Zu fühlen, wie unsere Freundschaft aufblüht. Und doch kann es nicht mehr sein als das. Freundschaft. Nahe, rein, wahrhaftig, aber niemals mehr. Bitte versuche zu verstehen, dass es nie leicht für mich war, jemand so nahe, so ausgesetzt zu sein. Das Leben und meine Kämpfe haben mich verändert. Auf eine Art und Weise geschädigt, die du unmöglich begreifen kannst. Du verdienst jemanden, der dich in den Arm nimmt, der die Freuden und Leiden des Lebens mit dir teilt. Ich wünschte, ich könnte diese Person sein, aber das bin ich nicht. Worte können wir mit Dauer nicht ausdrücken, denn tief in meinem Herzen weiß ich, dass dies das Ende unserer Freundschaft bedeutet. Bitte vergib mir. In ewiger Freundschaft. R.T. Tuslowski. Ich habe den Namen jetzt schon sofort wieder vergessen. Idiot. Useless old hag. Why would he care any more than the others? It's more than grief. More than despair. This letter crushed her spirit. Das ist halt nicht so einfach, mit sowas umzugehen. Ich habe jetzt nichts gefunden, was ich da reinwerfen kann, ne? Nee. Das heißt, wir müssen jetzt nach draußen. Da kommen wir nicht durch. Weil unser Gegenpartner auch nicht durchkommt. Rennen können wir gerade nicht. Ich krieg das schon hin. Ja, nice. Ich höre so kleine Tippelschritte. Wir lösen uns immer mehr auf. Oh, hier ist nichts mehr. Alles klar, dann gehen wir zurück. If only I had something sharp. Weg mit der Haut. Ich hoffe, das dauert nicht jedes Mal so lang. Aber ja, war sehr befriedigend. Wenn du das meinst. You. I know you're there. Wish I had the strength to cut you out. You don't deserve to exist. You're nothing.
There have been times when I thought about ending it all. But I was too afraid that a part of me would go on, trapped on the other side. Forever. This could be useful. The light of a memory strong enough to defy this place. Hmm. You want me to read you another one, darling? Oh, look at this mess! Don't worry, I'll clean you up in no time. I'm here for you, my love. This man, Tarkovsky, he ended up as her patient? Alles klar, also im Sinne von... Er hat mich nicht genommen, also habe ich ihn unter Drogen gesetzt, oder was? Ich weiß jetzt nicht, ob das gerade ein Bug ist, dass ich nicht rennen kann, oder ob ich einfach nicht rennen kann. Moment, erstmal gucken. Nicht, dass wir hier so ein Bild wieder übersehen oder so. Okay. Ich kann nicht rennen. Ups. Kurze Pause. Obwohl, ich bis zum nächsten Speicherpunkt. Danach werde ich einfach mal neu laden. Weil ich weiß jetzt nicht, leider nicht, wann er das letzte Mal gespeichert hat. Aha. This thing looks strong. Dann wieder Motten hinter. Easy. No problemo. Hätte ich da auch rennen können während des Schildes? Ich habe auf jeden Fall keine Energie mehr. Oh, warte mal, ich kann ja lesen. Ach, du heilige Scheiße. Okay.
Ein Stück Geschichte. Der Himmel steht in Flammen. Explosionen hallen in der Wildnis wieder. Funken regnen auf die Ruinen von Fort Pulaski, einer einst undurchdringlichen Festung, die während der Offensive gegen Hitlers Streitkräfte 1945 Schauplatz einiger der heftigsten Auseinandersetzungen war. Diesmal waren es jedoch nicht Bomben oder Mörserfeuer, die den Nachthimmel erhellten, sondern ein spektakuläres Feuerwerk anlässlich der großen Eröffnung des Niva-Volksresorts. An der Veranstaltung nahm auch die Leitung der Partei teil, darunter der erste Sekretär, der bei der Gala Folgendes zu sagen hatte. Möge dieser Ort des siegreichen Kampfes gegen die Mächte des Bösen zu einem Ort der Erholung für das arbeitende Volk der Republik in Zeiten des Friedens und des Wohlstands weichen. Das historische Wahrzeichen, das im Januar 1945 von der heldenhaften Roten Armee befreit wurde, wird derzeit renoviert und demnächst für die breite Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Das Niva-Volksresort wird Ende Juni seine ersten Gäste begrüßen. Wundervoll. Es ist beinahe fertig. Das Hauptgebäude ist besser gelungen als erwartet. Jetzt geht es nur noch darum, die weniger sichtbaren Teile des Resorts fertigzustellen. Verdammt, dieser Ort ist einfach perfekt. Abgelegen, friedlich, weit ab von neugierigen Augen, vor aller Augen versteckt. Es hat etwas Überzeugungsarbeit benötigt, damit wir bleiben durften. Zum Glück kann ich recht überzeugend sein, wenn es darauf ankommt. Oh ja, ich glaube, mir ist endlich etwas eingefallen. Ich werde es Niva nennen. Old invoices. Outdated documents. Wonder why someone put them out here. Warum nicht? Scheint ja keiner zu brauchen. Alter Mann. Manager, huh? Marianne! Oh, Sadness. We gotta stop meeting like this. I told you to follow me! Take it easy, Sad. This place is huge. It's easy to get lost. Just stick with me. Okay. I'll stick like a tick. You're funny. This Thomas Rekovich. What? All right. Listen, hon. You said you remembered someone named Thomas. Was it Thomas Rekovich? Was he the manager here? I guess. You think he stuck around? I'm not sure. There was an old man here. Very recently. I think. Oh. And you think it was Thomas? Oh, I don't know. Old men all look the same, all wrinkly and old. Blah. Hey, that's not very nice. Well, if he's still around, I've got an infestation to report. Marianne! I feel... Oh, I don't think we should be here. It's okay, Sadness. Look, there's no one... here. Sadness? It all hit me as soon as I entered the room. Anguish. Fear. Longing. I could instantly tell there was more to that clock than met the eye. Locked. Wer hätte das gedacht? Grand opening, I assume. Hey, is that the first secretary? They must have had some big plans for this place. Figures. There's gotta be a way to power it up. Mhm.
Moment, da liegt was. Da ist so einiges. My senses jolted as I touched the phone. I could tell it had been used recently to call me. Burn marks, broken glass, and is that salt? Someone jotted this down recently. Zu erledigen. 3 Uhr aufstehen. Nicht den Wecker ausschalten. 3.15 Uhr Medikamente. 3.30 Uhr den Waldweg überprüfen. 4 Uhr zum Hotel die alten Zeitungen sortieren. 5 Uhr die Nachforschung fortsetzen. Fotos entwickeln, wenn Zeit ist. 7 Uhr das Büro überprüfen. Bücher. 9 Uhr nach L sehen. Still works. Ja, die Taschenlampe habe ich gesehen. Too small to fit a door. Wofür könnte das nur sein? Gut, damit haben wir alles hier angeguckt. Wir müssen... Nee, haben wir nicht. This is signature. So he designed this whole place? Who are you, Thomas Rekovich? Ups. Dann gehen wir erstmal an die Uhr ran. There we go. That's as far as it goes. There. An imprint. Is that... As I moved the clock hand, I realized it was a junction between realities. It's rare, but I'd seen it before. No. Don't do it. I can't. We must. No. Okay. Don't do it. I can't. We... Warte, hier kommt nochmal was. Wait. I can feel something's wrong. It's coming. Konnte ich da gerade durch? There. Looks like a passage. Shit. Thought I had it this time. It's taking too long. What am I missing? Gotta check the wiring. I hate to get stuck in there. Okay. Ich werde erstmal die Uhr komplett durchforsten, ob ich irgendwo nochmal was sehe. A spirit well. I could absorb. Die nehmen wir mit. Und wir hören uns ihn nochmal an. I'm so lost without you. I don't know if I can do this one. Enough. Get it together. Someone tried real hard to keep this place a secret. Wonder what's in here on the other side.
Let's see if it worked. Okay. Das haben wir geschafft. Hier ist nichts mehr. Okay. Let's get the rest of me in there.